So, ihr habt jetzt alle ein mysteriösen Gegenstand vor euch. Wisst ihr alle, was das für ein Gegenstand ist? Ja. Ich hatte jetzt einen Autoschlüssel und ich habe geschrieben, Liebe ist wie ein Autoschlüssel. Man kann nicht immer das haben, was man will. Wir sind gerade in der Pause und ich bin auf jeden Fall voll gespannt, was nach der Pause nochmal kommt. Denn wir hatten bis jetzt voll interessante Aufgaben. Das hat mir einfach Spaß gemacht, die alle zu lösen und meine eigenen Gedichte auch vorzulesen. Also ich bin hier wegen dem Präsenzwort an meiner Schule und ich finde Poetry Slam auch in unserer modernen Zeit schön erreichbar. Also jeder kann es machen und besonders im jungen Alter von immer mehr Leute, die wenigstens Interesse daran zeigen und auch sich mit gesellschaftlichen Problemen auseinandersetzen. Also ich komme hier nicht aus der Stadt und finde es interessant, auch mal einen neuen Stadtteil und auch ganz viele neue Leute kennenzulernen. Und es war eine sehr durchgemischte Gruppe bisher. Ich bin ein sehr offener Mensch. Meiner Meinung nach ein sehr offener Mensch. Ehrlich und direkt und gar nicht perfekt. Es ist wie es ist, keiner ist perfekt, aber vielleicht echt, menschlich und ein Mensch.